Ja, tu Gutes und rede darüber, Nachhaltigkeit erfolgreich kommunizieren. Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Und da du das jetzt so schön gemacht hast, schon Silja Bausch, da kann ich mir so viel zu sagen. Danke dir. Einige von euch werden mich vielleicht kennen, andere vielleicht noch nicht. Wie gesagt, ich bin Teil von Realizing Progress jetzt seit 2015 und rund um die Digitalisierung, aber auch sehr stark um das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus unterwegs, sowohl in Destinationen als auch zum Beispiel jetzt jüngst auch bei einigen Reiseveranstaltern oder auch unterstütze ich gerade sehr stark den VIR, der Verband Internetreisevertrieb, sozusagen mit dem Thema etwas voranzukommen, beziehungsweise auch die Mitglieder des VIR. Das sind natürlich ganz spannende Themen dabei, was den Vertrieb da auch so umtreibt, auch in Richtung Kommunikation, definitiv. Und damit will ich es auch schon belassen und springe mal weiter. Das sind wir, noch ganz kurz zu uns, Realizing Progress, 15 gerade an der Zahl, ein Netzwerk voller Enthusiasten. Einige werden es ja wissen, wir sind schon lange nicht mehr im Büro, sondern sehr viel zu Hause, gerade aktuell natürlich sehr stark und daher auch ein Netzwerk. Wir fungieren unter Realizing Progress und sind in unterschiedlichen, sagen wir mal, Bereichen unterwegs, auch basierend auf unseren Kenntnissen, auf unserer Berufserfahrung, mal gemeinsam, mal alleine, je nachdem, wie es das Projekt erfordert, wie es der Kunde auch erfordert. Und das tun wir jetzt schon seit einiger Zeit, seit einigen Jahren. Und ja, unser Antrieb grundsätzlich ist, wir wollen den Wandel gestalten. Das ist so, was uns eigentlich anspornt. Also wir versuchen immer so ein bisschen neu zu denken, vielleicht auch anders zu denken. Vorwärtsgewandt auf jeden Fall. Und ich glaube, da konnten wir schon einige Sachen auch in der Vergangenheit realisieren, wie unter anderem auch das Impulse for Travel Manifest zusammen mit dem VIR, wo wir mit über 300 Akteuren so ein bisschen in die Zukunft geschaut haben der Tourismusbranche und wo denn die Reise hingeht. Also ganz spannend. Das Thema Nachhaltigkeit ist da auch ganz stark drin verankert und zieht sich eigentlich durch das komplette Manifest. Insofern ist das sicherlich mal spannend, dort auch reinzuschauen. Und hier sehen Sie ihr uns nochmal auf der auf den Karten verteilt. Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol, unser Kollege Roland. Und damit will ich es auch schon belassen mit unserer kleinen Vorstellungsrunde und direkt einsteigen in das Thema. Wer mehr über uns wissen will, gerne einfach auf die Webseite gehen oder uns kontaktieren. Auf Social Media findet man uns definitiv auf den verschiedenen Kanälen. Und wir haben immer ein offenes Ohr für auch ein direktes Gespräch. Also kommt gerne auf uns zu, falls es da Fragen, Anregungen, was auch immer gibt. Genau. Und damit steigen wir mal so ein bisschen ein in das Thema nachhaltige Kommunikation beziehungsweise Nachhaltigkeit kommunizieren. Und ich habe mal zu Anfang so ein paar strategische oder ich sag mal generelle Aspekte, Punkte mitgebracht, die ich sehr wichtig finde, die mir immer so ein bisschen sehr bewusst werden oder beziehungsweise die immer wieder auftauchen, wenn wir in unseren Projekten sind oder auch in Gesprächsrunden sind oder auch im direkten Austausch in der Branche. Und das ist zum einen so ein bisschen dieses Bewusstsein oder sich das immer wieder bewusst machen, was wollen Kunden im Urlaub? Und der ein oder andere wird es bestimmt schon mal gehört haben oder vielleicht sich auch schon mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt haben. Es gibt ja eine Grundlagenstudie vom NIT, also der Reiseanalyse, zusammen auch mit dem Kompetenzzentrum des Bundes. Und es gibt grundsätzlich, in jeder Reiseanalyse ist auch nochmal so ein kleiner Teil drin im Kontext der Nachhaltigkeit. Also wie verhalten sich die Kunden? Wie wichtig ist das Thema für die Kunden? Und da haben wir ja grundsätzlich diese große Lücke, ne, zwischen Sensibilisierung, sage ich mal. Also das Thema ist angekommen. Ja, wir finden das gut. Ja, die Kunden finden das gut, richtig. Aber wenn es dann um Verhalten geht, also wenn es dann wirklich um das Buchen geht oder dann entsprechend auch eine Auswahl zu treffen, dann sieht die Welt so ein bisschen anders aus. Ne? Also bei sozusagen Sensibilisierung sind wir bei fast 70%. Ja? Und wenn es dann wirklich ans Buchen geht, dann fällt das auf 6%. Ne? Also wenn man da wirklich eine Entscheidung treffen soll für ein nachhaltiges Produkt. Und das muss uns immer ein bisschen bewusst sein, glaube ich, gerade auch in der Kommunikation. Gerade wenn wir Kommunikation denken, wenn wir uns vielleicht tolle Kampagnen überlegen oder vielleicht auch mal in Richtung auch neues Produkt gedacht. Was wollen die Kunden im Urlaub? Und
Und man hat so ein bisschen nachgeschaut, woran liegt das, dass wir diese große Lücke haben? Ne? Was ist der Grund dazu? Und da gibt es verschiedene Annahmen und Hypothesen so ein bisschen, aber letztendlich auch so ein bisschen Gewissheit aufgrund oder auf Basis von verschiedenen Umfragen, die wir da auch haben. Und wir sehen das selbst auch in unseren Zielgruppenprozessen, die wir so tätigen, wenn wir dann Personas entwickeln und wenn es dann speziell auch um dieses Thema geht. Grundsätzlich wollen die Leute sich im Urlaub entspannen. Die wollen sich eher entlasten als mit etwas Zusätzlichem noch belasten, ja, auch thematisch, also im Kopf. Und sie wollen definitiv kein, sagen wir mal, schlechtes Gefühl haben oder vielleicht ein nicht so gutes Gefühl, weil sie jetzt reisen, ja, und weil sie jetzt ein bestimmtes Produkt ausgewählt haben. Und daher ist es wirklich ganz wichtig, in der Kommunikation darauf zu achten oder das einfach sich immer wieder hervorzurufen, dass man vielleicht denkt, okay, man hat jetzt, eine tolle Maßnahme, ne, oder eine entsprechend vielleicht auch ein sehr umschreibungsnötiges Produkt, ja, im Hinblick auf, Nachhaltigkeitsaspekte. Aber die Frage ist immer, wie sehr sozusagen zeigt man das nach außen in Richtung Kunde, wie sehr nimmt man denn den Kunden auch in die Pflicht? Selbst wenn man sagen würde, man müsste das, ja, oder selbst wenn man natürlich sagt, ja, der Kunde muss auch seinen Beitrag leisten, sicher. Aber da ist es ganz wichtig, das in der Kommunikation sich wirklich so ein bisschen zu bewusst zu machen. Grundsätzlich wollen die Leute sich damit eigentlich nicht wirklich belasten. Ne? Die finden es gut, wenn ein Produkt nachhaltig ist. Das sehen wir auch in unseren eigenen Analysen, Umfragen. Das sieht man auch ganz klar in aktuellen Studien. Es gibt zum Beispiel eine ganz aktuelle, die ist aber, glaube ich, noch gar nicht draußen, von VER und Axel Springer, wo auch diese Thematik ganz konkret erfragt wurde. Sie finden das toll, sie honorieren das. Ja, sie honorieren auch, wenn dadurch ein Mehrwert entsteht durch dieses Produkt. Aber sie sehen eigentlich die Pflicht, so ein bisschen sich darum zu kümmern, beim Leistungsträger, also beim Anbieter, nicht bei sich selbst. Und das ist wirklich wichtig auch in der Art, wie man dann zum Kunden kommuniziert, ja, wie man ihn letztendlich vielleicht auch manchmal mit zu viel Informationen überfordert oder wenn man dann zu spezifisch wird, ja, in der Erklärung. Also sich da vielleicht auch in dem Sinne ein bisschen zurückzuhalten, beziehungsweise vielleicht eine Art und Weise zu finden, wie man eher sagt, hey, komm, wir haben uns drum gekümmert. Du hast jetzt sozusagen, ein nachhaltiges Produkt, ist es nicht super? Und obendrauf noch, ist es eine bessere Qualität zum Beispiel. Ja? Einfach mal ganz platt gesagt. Aber sich einfach so ein bisschen immer so diesen Schalter umzudrehen, weil wir, die sich damit beschäftigen, wir, die Dinge vielleicht entwickeln, Strategien auch begleiten, haben einen sehr detaillierten Einblick teilweise, ne? Und einen sehr konkreten. Der Kunde hat das nicht. Ja, viele Kunden kennen sich auch im Hinblick auf Zertifizierungen überhaupt nicht aus. Ja, sie befassen sich damit auch nicht wirklich. Ja. Das heißt nicht, dass es uninteressant ist, unwichtig ist, um Gottes Willen. Die Frage ist dann, wie man sie an den Kunden kommuniziert. Ja, wie man es letztendlich dann schafft, auch vielleicht Leichtigkeit reinzubringen, eher Motivation reinzubringen und eher vielleicht auch so ein bisschen mit Kreativität, Originalität daran zu gehen, als, ich sag mal so, statische Informationen zu liefern und die Kunden vielleicht in gewisser Weise zu überfrachten. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den man sich eigentlich nicht oft genug in Erinnerung rufen kann. Ne? Der Kunde ist rein inhaltlich, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, noch nicht so weit. Und das wird noch dauern. Ja. Und daher ist es, glaube ich, in der eigenen Kommunikation ein sehr wichtiger Aspekt. Ein anderer ist der sogenannte Content-Schock. Wir haben das Thema ja schon sehr lange. Also grundsätzlich, wenn wir über Content-Strategien sprechen, wenn wir grundsätzlich über Social-Media-Strategien sprechen, ne? Wenn wir heute um Kommunikation allgemein auch sprechen. Ne? Wir wissen, wie viel Content da draußen ist auf den Kanälen. Ja? Wir wissen, wie viel Sachen sich der Verbraucher auseinandersetzen muss, kann, sollte, ne? Wie viele Optionen da draußen bestehen, ja, gerade wenn man eine Reise wählt, wenn man sich für eine Destination entscheidet und. Und daher ist es gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, sehr, sehr wichtig, differenziert zu sein und auch wirklich selektiv vorzugehen. Und was meine ich damit? Ich meine damit sozusagen Nachhaltigkeit, nicht nur kommunizieren, sondern auch nachhaltig zu kommunizieren. Also wirklich auch sich vielleicht nur für bestimmte Kanäle zu entscheiden und vielleicht auch nur für bestimmte
Formate zu entscheiden, die aber regelmäßig auszuspielen und immer wieder und wirklich auch so ein bisschen einen Qualitätsaspekt reinzubringen in die Kommunikation. Wir haben ja oft manchmal so mindestens begegnet mir das schon ab und zu immer noch, immer so ein bisschen den Drang, überall zu sein, ne, und alle Kanäle zu bespielen. Und wenn man irgendwo nicht ist und andere sind da, dann kriegt man schon Angst, man ist nicht sichtbar und so, ne. Aber das sollte uns eigentlich beim Thema speziell nicht passieren. Zumal es natürlich dann immer noch abhängig ist, welche Zielgruppe hat man, ne? Da gibt es ja auch große Unterschiede. Also wir arbeiten ja persönlich sehr viel mit den Sinus-Milieus in unseren Projekten. Und da sind jetzt auch neue Analysen, neue Erhebungen rausgekommen, auch speziell zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und man sieht schon Unterschiede in den Milieus, ne? Also welchen Bezug haben die zu dem Thema? Auf was legen die Wert, auf wie verstehen die das Thema überhaupt? Ne? Und sich das in Erinnerung zu rufen, dass es hier nicht unbedingt darum geht, ja, Hauptsache Sichtbarkeit. Nee, gerade nicht. Ja? Also gerade bei einer nachhaltigen Kommunikation, um Nachhaltigkeit wirklich gut zu kommunizieren, geht es vielleicht eher wirklich darum, auch selektiv zu sein. Ne? Und sich für bestimmte Dinge vielleicht nicht unbedingt zu entscheiden, wenn sie personell und von dem Budget nicht unbedingt auch noch drin sind. Ne? Also gerade hier auch wirklich mal in die Tiefe so ein bisschen zu gehen und fange heute so ein bisschen mit der Kommunikation eigentlich so ein bisschen hinten an. Ne? Die Strategie kommt noch, wenn wir es vielleicht auch noch mal kurz ansprechen. Aber das auch so ein bisschen eine Vorarbeit hier zu leisten, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um wirklich auch gut nachhaltig zu kommunizieren. Und dann noch so ein dritter Aspekt, der mir auch oft begegnet. Nachhaltige Kommunikation ist nicht nur grün. Was meine ich damit? Da geht es mir speziell um die Inhalte. Also die ich zumindest ich so wahrnehme, die ich auch sehe, die so kommuniziert werden bei den unterschiedlichen Leistungsträgern, die in der Branche kommuniziert werden. Wir haben eine sehr grüne Diskussion um die Nachhaltigkeit. Sprich Klimawandel, ne, CO2 reduzieren, CO2-Kompensation. Also es geht sehr, sehr stark um ökologische Aspekte. Das ist natürlich nicht falsch, das gehört dazu, um Gottes Willen. Ne, das will ich gar nicht sagen. Aber wir haben ja die schöne Dreifaltigkeit, wir haben ja auch noch soziale Aspekte und wir haben ökonomische, die genauso wichtig sind. Und die in der nachhaltigen Kommunikation, sprich, wenn man Nachhaltigkeit ja vollumfänglich kommunizieren möchte und auch verständlich machen möchte, nicht fehlen sollten. Ne? Und daher ist es, glaube ich, wichtig, auch mit in die Überlegung einzubeziehen, also was sind denn dann auch soziale Aspekte, sozusagen Punkte, Thematiken, die da reingreifen zum Beispiel, die man mit kommunizieren kann, ohne dass man natürlich die anderen vergisst, ja, also und sprich, dass man bestimmte Dinge vielleicht nicht tut, ja, dass man bestimmte Naturschutzthemen damit reinspielen, dass man reduziert, Food Waste, all diese Themen, die wir so im Tourismus haben, nicht unwichtig, aber wir sollten, glaube ich, insgesamt versuchen, auch diese anderen Themen auch mehr zu bespielen und in die Kommunikation zu bringen. Ne? Weil letztendlich geht es ja auch nicht nur bei dem Thema um entsprechende Informationen in Richtung Kunde oder sprich Informationen bezogen auf das Produkt für den Kunden, sondern es geht natürlich auch viel um die eigene Organisation, das eigene Unternehmen, das eigene Tun. Ja? Dann wird ja bei Nachhaltigkeit grundsätzlich so ein Schuh draus. Ne? Und daher dürfen diese Aspekte aus meiner Sicht nicht fehlen. Und wir können uns da manchmal so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen zurück, einen Schritt zurückgehen und gucken, was gibt's denn da eigentlich noch für Themen, die im Kontext Nachhaltigkeit drinne stehen, außer die wir vielleicht immer, ja, sehr prominent haben, ja, oder sehr oft auch sehen. Und das führt mich eigentlich so ein bisschen zu unserem Ringmodell, ja, im Kontext auch der Kommunikation. Weil, und ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Kommunikation ist eigentlich so bei uns so ein bisschen so am Ende eigentlich aufgesetzt. Also unser Modell ist so aufgebaut, dass man rechts diesen gelben Bereich, orangen Bereich hat und das ist alles, was nach draußen geht, ja, in Richtung Kunde, in Richtung aber auch Vertriebspartner, in Richtung natürlich auch durchaus noch andere Zielgruppen, die da reinspielen, aber alles, was man von außen, sagen wir mal so ein bisschen platt gesagt, sieht, wahrnehmen kann, ne, was man nachlesen kann, sich anschauen kann. Und dann haben wir den blauen Bereich, das ist alles, was im Unternehmen oder was direkt Bezug auch zu Unternehmen hat.
Und da gehen wir natürlich ganz rein in den Kern, deshalb heißt es auch so, in die Vision, in die Werte, in die natürlichen Voraussetzungen des Unternehmens. Und daran angehangen ist eine Leitgeschichte. Und dann haben wir die Partner, die Akteure drumherum, ne? Und das geht, sind einerseits natürlich die Leute im Unternehmen, aber die natürlich auch, sagen wir mal, in nähere Verbindung auch zum Unternehmen stehen. Und in der Mitte haben wir unser Produkt. Und wir werden letztendlich, wenn wir wirklich nachhaltig kommunizieren wollen und das Thema auch wirklich gut kommunizieren wollen, kommt man letztendlich nie umhin, sich mit diesen anderen beiden Bereichen auseinanderzusetzen und letztendlich auch gut auseinanderzusetzen und auch dafür auch Aussagen zu treffen. Ja? Es gibt auch schon ich glaube, diesen schönen Spruch, ja, ist ein Produkt zum Beispiel jetzt nicht nachhaltig, kann es eigentlich gar nicht auch in einer nachhaltigen Weise oder sozusagen nachhaltig kommuniziert werden. Ja? Also wenn man da so ein Ungleichgewicht hat, sage ich jetzt mal, auch in Bezug auf den Kern des eigenen Tun im Kontext der Nachhaltigkeit, dann wird es schwierig. Ja, mir sind jetzt schon einige Unternehmen oder auch Organisationen begegnet, wo man ja ein bisschen, ich sag mal, in der Mitte begonnen hat, vielleicht beim Produkt, ja, oder bei der Kommunikation. Aber wir sind letztendlich immer wieder im blauen Bereich gelandet. Ja? Weil diese Fragestellungen, warum tun wir das, was bedeutet das und das Thema für uns? Ja, was bedeutet das? Und dann letztendlich auch in der Kommunikation nach innen zu unseren Mitarbeitern. Zu unseren direkten Partnern, die sind essentiell, um letztendlich dann auch kritische oder ich sag mal auch weiterführende Fragen in Richtung Kunde beantworten zu können. Ja, weil am Ende des Tages ist der Kunde dann vor Ort, er ist im Hotel, er ist in der Destination und dann muss letztendlich das, was mir da in der Kampagne versprochen wird oder was letztendlich auf der Webseite steht zum Produkt, dann will ich es auch erfahren, ne? Dann will ich es auch erleben und wenn ich danach frage, dann sollte man mir auch eine Antwort geben können. Und das kann meistens, funktioniert das nur gut, wenn man sozusagen da vorne auch eine entsprechende Kommunikation nach innen hat und ein Verständnis auch für das Thema, dann wird die ganze Sache rund. Genau. Aber wir schauen heute ja mal ein bisschen ganz speziell auf diesen gelben Bereich, ja? Also auf die Kommunikation in Richtung Kunde. Da habe ich mal so ein paar Aspekte mitgebracht, die ich denke, sehr wichtig sind, einfach so auch in der Überlegung zu diesem Thema, um Nachhaltigkeit zu kommunizieren, beziehungsweise auch nachhaltig zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, die Werteperspektive. Also das geht ja auch wieder in Richtung blauer Bereich, in Richtung eigenes Unternehmen, eigenes Verständnis, eigener Bezug auch zu dem Thema. Und es geht ganz stark in den Bereich der Wertewelten. Ne? Also die eine oder andere von euch wird es ja bestimmt kennen und auch schon vielleicht damit gearbeitet haben. In Richtung Kunde, in Richtung Konsumer haben wir natürlich verschiedene, ich sag mal, Wertewelten, warum wir etwas tun, was uns wichtig ist. Ne? Und die stehen natürlich in ganz starkem Bezug auch, für welche Urlaubsart, Form wir uns entscheiden, ne? Welche Entscheidungen wir treffen und wie wertig oder ich sag mal auch wichtig dieses Thema Nachhaltigkeit für uns ist. Und umso stärker man hier auch für sich Aussagen trifft, ja, also wie wir zu diesem Thema stehen, ja, wie das Thema auch, wie gesagt, auf der Werteseite verankert ist, also ob wir da vielleicht auch einen sehr traditionellen Bezug haben, in Richtung, dass wir sagen, wir wollen Dinge auch im Kontext von der Nachhaltigkeit bewahren, ja, darum geht es grundsätzlich, aber das auch zu sagen und zu formulieren, ja, ist ja zum Beispiel ein Aspekt, das Thema zu kommunizieren und das sollte man auch. Also man sollte diesem Thema auch eine Wertekomponente geben, umso authentischer und glaubhafter wird es, ja, als eine rein informelle Komponente, ja, oder zu sagen, Produkt XY hat diesen und jenen Aspekt und deshalb ist es nachhaltig, um es mal so ein bisschen einfacher auszudrücken. Das heißt, so eine Wertekomponente ist sehr, sehr wichtig. Transparenz ist etwas, was bei Nachhaltigkeit absolut gegeben sein muss. Also es ist mit so einer der Hauptpunkte in der Kommunikation, der letztendlich eigentlich auch zu Erfolg führt, zu Glaubhaftigkeit führt. Ja, und man muss sich da trauen. Ich weiß, wir haben in Deutschland immer so diese deutsche 180%-Brille. Ja, und wenn dann alles irgendwie noch nicht 180% ist, dann traut man sich kaum darüber zu sprechen. Ja. Oder man hat Angst, dass einer irgendwie sagen könnte, ja, aber ihr habt ja da, seid ihr ja noch nicht so perfekt.
davon müssen wir uns lösen und davon muss man sich, glaube ich, auch als oder sollte man sich als Akteur auch lösen und sich trauen, transparent zu sein. Kunden honorieren das. Ja? Also da auch zu sagen, man ist im Prozess, ja, man ist vielleicht auch noch nicht, wie gesagt, angekommen, aber man versucht, man geht Schritt für Schritt voran. Man macht sich auf den Weg. Das sind ganz wichtige sozusagen Indikatoren und ja, so kleine Informationsrappen, die dazu führen, dass Leute durchaus auch sehr positiv darauf blicken und dann auch nicht unbedingt vielleicht am Ende des Tages den Finger zeigen, sondern sagen, ja, okay, ist doch super. Ja, die machen sich auf den Weg. Und das wird früher oder später dann vielleicht diese 180% sein, die man da immer manchmal so haben möchte. Ja? Also diese Transparenz ist ganz wichtig. Nachhaltig kommunizieren und nicht nur über Nachhaltigkeit kommunizieren. Das geht in diesen Punkt Content Schock so ein bisschen mit hinein. Geht aber natürlich auch nicht nur in Bezug auf Kanäle von draußen und Bezug auf den Kunden, geht natürlich auch ganz stark nach innen dieser Aspekt. Ne? Also wenn ich letztendlich ja auch ein Verständnis haben will, ein Bewusstsein im Unternehmen haben will, in der Organisation, dann sollte ich mir da auch Gedanken machen, wie ich das Thema immer wieder auch anspreche, wie ich vielleicht auch Raum dafür gebe, das Thema zu besprechen, sich auszutauschen. Ne? Ganz viel in ganz vielen Organisationen erlebt, auch jetzt bei Reiseveranstaltern, oben sozusagen auf der Management-Ebene ist das Thema aufgehangen, wird ja wird angegangen, wird besprochen und dann werden Strategien entworfen und unten kommt keiner mehr so richtig mit. Ja? Wenn dann mal so ein bisschen reingefragt wird, ja, was verstehst du denn eigentlich unter Nachhaltigkeit oder ist dir das klar, warum wir das jetzt tun? Dann sieht es manchmal dünn aus, ne? Und das sollte nicht passieren. Das heißt, da wirklich auch so eine Wertigkeit in diese Kommunikation zu legen und es durchaus regelmäßig zu tun und sich bestimmte Formate auszusuchen, ist sowohl, wie gesagt, nach innen als auch nach außen sehr wichtig. Ne? Also auch das gehört eigentlich zu einer nachhaltigen Kommunikation. Verantwortung zeigen und pflegen. Auch das ist so ein Punkt, wie diese Transparenz wird sehr honoriert in Richtung Kunde, ja, wird sehr positiv wahrgenommen. Also da auch wirklich ganz offen zu zeigen, natürlich auch, ich sag mal, ja, in einer ehrlichen Art und Weise, insofern man das auch wirklich tut, ja, wo man sich vielleicht beteiligt, wo man vielleicht in Kooperationen, das steht da unten auch noch mit drinne ist und aktiv mitwirkt, vielleicht auf freiwilliger Basis, gemeinnütziger Basis, ne, in Richtung des eigenen Standorts, also in Richtung der eigenen Destination auch. Also hier auch zu zeigen, was man tut und pflegt, was vielleicht auch nicht nur diesen ökologischen Aspekt anspricht, sondern auch soziale Aspekte, ne? Also in Richtung Einheimische, wenn jetzt auf eine Destination gedacht. Auch das sind ja Dinge, die gehören zur Nachhaltigkeit und die sichtbar zu machen und da auch Verantwortung so ein bisschen zu beziehen bei dem Thema, ist auch etwas, was sehr positiv in der Gesamtkommunikation ja, wahrgenommen wird und wirkt. Kommunikation auch nach innen, hatte ich schon angesprochen, und Kollaboration meine ich auch, ja, auch zu schauen, man muss das ja auch alles vielleicht nicht komplett alleine machen. Ja? Also das bezieht sich natürlich sehr stark auf Destinationen, aber das bezieht sich natürlich grundsätzlich auch auf eine Leistungsträgerebene. Ne? Also ich meine, das Thema an sich ist ja für viele eigentlich jetzt, ja, sozusagen mit eines der Themen eigentlich der Zukunft, ne? Und da auch wirklich reinzugehen, Netzwerke zu nutzen, Kooperationen zu nutzen. Wir hatten jüngst in einem anderen Austausch auch so ein bisschen die Diskussion, naja, was übernimmt sozusagen die GMO von oben, ne? Und was übernehmen die Regionen zum Beispiel und übernehmen da vielleicht auch einzelne Leistungsträger dann in Richtung Kunde? Also da auch wirklich zu schauen, okay, wo kann man da vielleicht auch Aufgaben verteilen? Wo ist derjenige vielleicht auch näher am Kunden dran im Kontext der Nachhaltigkeit? Da einfach auch wieder im Sinne einer nachhaltigen Kommunikation sich Gedanken zu machen, ist, glaube ich, ganz wichtig und sehr lohnenswert. Und am Ende des Tages ist es auch ein gemeinschaftlicher Erfolg, der ja bei dem Thema auch ganz stark dahinter steht oder hinterstehen sollte. Und hier sind so ein paar verbundene Fragen, ja, mit diesen Themen, mit diesen Anregungen, sage ich mal, kann man sich ja gerne mal im Nachhinein mitnehmen und einfach mal durchgehen. Also einfach mal wirklich auch durchgehen und beantworten, wie kommunizieren wir nach innen, welche Rolle spielen Werte in unserer Kommunikation, wie zeigen wir Verantwortung, wie schaffen wir Transparenz,
Welchen Qualitätsanspruch hat unsere Kommunikation? Wie nutzen wir Kooperation? Wer kommuniziert? Bei wer kommuniziert, meine ich zum Beispiel, ist es nur sozusagen die oberste Ebene oder kommunizieren da auch Mitarbeiter, kommunizieren da vielleicht auch Partner, ja, direkte Partner von der eigenen Organisation. Schaffen wir da vielleicht auch ein Miteinander, ne, im Sinne vielleicht auch einer nachhaltigen Kommunikation, was sich dann auch nach außen zeigt. Also alles das sind so ein bisschen Punkte, wo man schon auch einen Unterschied macht, gerade im Thema selber, aber gerade auch im Kontext der eigenen Kommunikation. Also das an der Stelle mal mitgegeben. Und wenn wir jetzt noch so eine Ebene tiefer gehen und mal auf den Content schauen, dann sind das so aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich auch sehe und höre und wie gesagt auch in den eigenen Projekten miterleben darf, sind das so die sechs wichtigsten Punkte eigentlich. Also wir sehen immer wieder, dass gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit Emotionalität eine große Rolle spielt. Wenn man zu statisch wird, zu informationslastig auch, ne? Das hatte ich schon ein bisschen kurz erwähnt, kommt man schnell so in den Bereich, dass man den Kunden eigentlich auch nur so ein bisschen überfordert. Ne? Also wenn er die Informationen dann eigentlich auch haben will und sich wirklich interessiert, dann fragt er auch meistens nach. Aber das eher vielleicht im Nachhinein oder wenn man dann vor Ort ist. Ne? Also diese emotionale Ansprache vielleicht auch durch entsprechende Akteure, die das Thema gut repräsentieren, ist ganz wichtig oder durch eigene Mitarbeiter zum Beispiel. In der Destination verankert ist sehr wichtig. Also immer auch so einen regionalen Bezug aufzeigen und diesen auch deutlich machen und auch glaubhaft deutlich zu machen. Ne? Um da auch zu zeigen, so ein bisschen, ja, im Sinne dieser Verantwortung, wo zeigen wir vielleicht Verantwortung, wo sind wir mit drin? Aber im Sinne auch, lokale Kreisläufe, ne? Also wir arbeiten hier mit entsprechenden Akteuren vor Ort zusammen. Wir haben uns Gedanken gemacht, ne? Oder wir haben jetzt zum Beispiel bei einigen Veranstaltern hatten wir das jetzt, die da jetzt sehr drauf achten, unterschiedlicher Art, dass sie nur lokale Guides haben, ne? Die Gruppen vor Ort führen. Alles so eine Dinge, die natürlich dieser ganzen Thematik viel mehr Glaubhaftigkeit und viel mehr auch Authentizität verleihen. Content sollte sensibilisieren und Bewusstsein schaffen. Ja, das schafft man vielleicht nicht immer, aber das sollte vielleicht zumindest ein Anspruch sein und immer so ein bisschen mitspielen. Also gerade im Thema Nachhaltigkeit geht es nicht überraschend. Ne? Es geht jetzt nicht um den schnellen Klick und um reines Entertainment. Ja? Das kann man natürlich mal machen. Aber wenn man es schafft, sozusagen auch mit den einzelnen Aspekten, also die man vielleicht selbst tut, die man im Unternehmen tut, die man im Hinblick auf Partner tut, die man im Hinblick auf das Produkt schon tut, wenn man da schafft, auch zu sensibilisieren in einer nicht fordernden Art, aber vielleicht so ein bisschen in einer, hey, schau doch mal, das kannst du vielleicht auch bei dir vor Ort realisieren oder für dich persönlich, dann ist das natürlich auch ein Aspekt, der sehr wiederum auf das Thema einzahlt und dadurch auch die Kommunikation einfach stärker macht, ne? Als wenn man nur rein Informationen aussendet. Originell und kreativ, glaube ich, ist grundsätzlich ein immer gutes Thema. Ja? Aber hier, glaube ich, ist es noch mehr auch in Richtung dieser ersten Folie gedacht. Wie holen wir die Kunden gut ab und motivieren sie vielleicht auch so ein bisschen und vielleicht manchmal auch so ein bisschen auf eine lustigere Art, um das Thema nicht so ein bisschen schwer zu machen oder schwer machen zu lassen, ne? Und trotzdem sozusagen Spaß auch in dem Sinne dran zu haben, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt vielleicht mal oder da denke ich mal drüber nach. Ja? Also ein gutes Beispiel, was wir jetzt schon oft in Runden auch hatten, ist in Hotels, es gibt verschiedene, die sich da schon so ein bisschen drauf spezialisiert haben. Die haben zum Beispiel sogar, es gibt ein Hotel in Dänemark, ist es, glaube ich, die haben so kleine Messages, also so kleine Nachrichten überall an verschiedenen Positionen im Zimmer. Und zum Beispiel, wenn man jetzt, bevor man aus der Tür rausgeht, dann wird man noch so ganz nett darauf aufmerksam gemacht, Mensch, schau mal, bei dir zu Hause lässt du ja auch nicht das Licht an, ne, wenn du die Tür verlässt. Also dann mach es doch hier auch aus. Ne? Also dass man da so versucht, vielleicht an kleinen Positionen auch entlang der Reise, die der Kunde dann hat, so kleine, sagen wir mal, nette Nachrichten zu hinterlassen oder so kleine Motivation hinterlassen, das ist, glaube ich, auch ein sehr guter Weg bei dem Thema. Zielgruppenorientiert habe ich gerade schon angesprochen und muss ich, glaube ich, nicht noch deutlich erklären, aber es ist wirklich wichtig, hier auch reinzuschauen,
was ist die eigene Zielgruppe, wenn man sie denn dann definiert hat, ja, wie die zu dem Thema steht. Und da gibt es gute Informationen, sehr aussagekräftige Informationen. Und das sollte man sich auf jeden Fall zu Gemüt führen, um hier noch auch genauer, punktgenauer zu werden, ja, und durchaus auch ja, zielgruppengenauer in dem, was man tut. Und ein ganz wichtiger letzter Aspekt, Dialogbereitschaft. Auch das zeigt sich immer wieder. Wenn man mit dem, was man kommuniziert, auch eine Bereitschaft zeigt, in den Dialog treten zu wollen und das dann, dass derjenige das dann auch kann, ne? Das ist ganz, ganz wichtig und wird auch sehr, sehr positiv wahrgenommen. Ja? Also es gibt nicht unzählige, aber schon sehr viele Unternehmen und auch Organisationen, da gibt es Nachhaltigkeitsstrategien oder CSR-Reports und da gibt es schon zumindest manchmal so eine kleine Landingpage oder der Unterseite zu dem Thema, ne? Aber dann finde ich da teilweise kaum direkten Kontakt, ne? Oder gerade wenn ich vielleicht ein Produkt habe und mich bestimmte Sachen interessiert, wo kann ich denn nachfragen? Also da wirklich auch wieder so ein bisschen eine Transparenz in dem Sinne einzuschaffen, dass ich sofort auch in Dialog treten kann und das auch anbiete, ist auch bei dem Thema, glaube ich, essentiell, um es letztendlich vielleicht auch dann für den einen oder anderen noch ein bisschen greifbarer zu machen oder vielleicht auch verständlicher zu machen. Ne? Also diese Dialogbereitschaft ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. So, und jetzt habe ich ein paar Beispiele mit, die mich diese ganzen Punkte, also diese ganzen 6 Punkte, die ich jetzt gerade habe, die zum Teil fast alle erfüllen, aber auch nicht ganz. Aber ich habe diese Beispiele mitgebracht, weil sie auf sehr unterschiedliche Art und Weise das Thema kommunizieren und sichtbar machen in ihren Kanälen. Und ich glaube, da sind ein paar ganz spannende Ansätze dabei. Und grundsätzlich, so insgesamt, machen sie es alle eigentlich nicht so ganz schlecht. Sagen wir es mal so. Genau. Und dann steigen wir mal ein. Das ist das Hotel Stern. Das ist auch ein Kunde von uns. Ich lasse jetzt hier mal die Seite so ein bisschen durchlaufen. Die haben jetzt auch den Change, Tiroler Change Award gewonnen. Die machen das, also die beschäftigen sich mit dem Thema schon sehr, sehr lange. Ja, das muss man dazu sagen. Aber wir scrollen jetzt einfach mal so ein bisschen über die Seite. Und was man beim Stern sagen muss, der Stern macht in dem Sinne eigentlich keine speziellen Kampagnen oder ausgefallene Marketingmaßnahmen. Der Stern ist wirklich in dem Sinne ein Paradebeispiel. Sie leben das von innen. Und das, was sie von innen leben, zeigen sie einfach nach außen. Sprich, sie zeigen ihr Tun. Ja? Sie zeigen einfach, wie sie ihr Hotel sozusagen betreiben. Sie zeigen, jetzt haben sie ein neues Öko-Hallenbad. Da haben sie das auch gezeigt, wie sie das gebaut haben, welche Aspekte da reinfließen, also warum das ein Öko-Hallenbad ist und nicht irgendein Bad, ne? Was dabei wichtig war zu beachten. Sie zeigen halt, wer bei ihnen arbeitet. Ja, sie zeigen halt, wie sie bei ihrem Essen vorgehen. Sie zeigen halt auch so ein bisschen, wie sie ihren Schuppen, die haben so einen Scheunenschuppen oben im Dach, wie sie den neu gestaltet haben, auch natürlich über ökologischen, nachhaltigen Aspekten. Also sie zeigen ihr Tun. Die machen keine speziellen Marketingkampagnen. Ja? Sie sind in dem Sinne natürlich dann super authentisch. Natürlich haben sie spezielle, auch so ein bisschen kommunikative, sagen wir mal, Reizerle, ja, wie diese 5% Rabatt, ja, wenn man entsprechend mit Öffentlichen anreist und wenn man darauf auch so ein bisschen achtet. Sie haben auch vor Ort im Haus ein kleines Klimaspiel zum Beispiel. Das ist speziell für die Kinder. Ja? Also wenn man dort ankommt, dann bekommen alle so ein Zettelchen in die Hand und dann gibt's da so so Aufgaben, die man dann erfüllen kann. Also sprich, wenn man darauf achtet, das Licht auszumachen, wenn man mehr läuft, als dass man mit dem Fahrstuhl fährt und so eine Geschichten, wenn man schön die Wasserflaschen nutzt, die sie haben. Also wird an jedem so eine Wasserflasche verteilt, an jedem Gast, und die kann man sich füllen. Und dann kann man da so Häkchen setzen. Und natürlich ist es super, weil das zieht auf die Kinder ab. Also das ist für die Kinder gedacht. Ne? Und insofern natürlich die Kinder dann motiviert sind und dann Anreiz haben, kommen die Erwachsenen schon gar nicht mehr drum rum. Ne? Und am Ende darf sich dann jeder ein kleines Schmankerl abholen. Wenn man das sozusagen relativ gut gelöst hat. Und man kann ja gerne mal auf den Instagram-Kanal gehen und einen Facebook-Account haben. Sie mehr haben sie nicht. Und bei beiden Kanälen sieht man das, das ist so eine Mischung aus sozusagen authentischen Einblicken in das Hotel, also wie zum Beispiel den Bau dieses Öko-Hallenbads,
Und dann haben sie natürlich auch so ein paar Tiroler Schmankerl, also sprachliche Art, aber auch das ist ja ein Aspekt der Nachhaltigkeit durchaus, ne? In ihrem Gesamtkonzept, in dem, was sie tun. Da zeigen sie so ein bisschen, was, was tirolerisch, also was verschiedene Dinge auf tirolerisch heißen. Also sie machen das sehr schön, nicht aufgesetzt. Und auch bei Facebook ist es so, wir machen zum Beispiel einige Werbekampagnen mit ihnen. Auch die sind sehr, sehr selektiv. Ja, also da geht es jetzt nicht unbedingt Hauptsache, möglichst viele Leute sehen unsere Anzeige. Nee, sondern sie sind sehr selektiv, sehr zielgruppenorientiert und letztendlich auch dann in der Ansprache, also wie diese, wie so eine Anzeige dann auch gestaltet ist, sehr selektiv. Und das, ja, das rentiert sich letztendlich und es passt auch zu ihnen. Ja? Also eine große aufgesetzte, sage ich jetzt mal, Kampagne oder so ein bisschen zusätzliche Dinge würden auch gar nicht zu ihm passen. Aber das ist nochmal zurückgespiegelt an das Ringmodell, ne? Das ist dieser Dreiklang zwischen diesem blauen Bereich, dem Produkt und letztendlich auch der Kommunikation. Genau. Das ist das Hotel Stern. Dann kommen wir mal zum nächsten. Kriegen wir mal weiter. Jetzt hat er hier nochmal geklickt. So. Da haben wir Contiki. Wird einigen sicherlich was sagen aus der Schweiz. Spezialist für Nordeuropa und Contiki hat sich schon vor einiger Zeit auch mit dem Thema beschäftigt und auf den Weg gemacht. Und hier scrolle ich mal auch runter zur Seite. Und das ist auch mal an dieser Stelle erwähnt. Es gibt einige, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Nur findet man es nicht wirklich sehr gut auf den Webseiten. Ja, man findet es irgendwo ein bisschen versteckt oder weit unten. Manchmal fast gar nicht. Ja. Das ist natürlich auch so ein Aspekt. Also wenn ich mich da natürlich auch ein bisschen aus dem Fenster lehne kommunikativ, dann sollte ich es auch finden und relativ schnell und sichtbar machen. Und Contiki hat sich die SDGs genommen, also Sustainable Development Goals, und hat ja sich die wahrhaftig hergenommen und ist die durchgegangen, die 17 an der Zahl, und hat sich damit einen Rahmen gesetzt für ihr nachhaltiges Engagement sozusagen. Und sie nehmen sich pro Jahr 2 von diesen Zielen vor, ja, jedes Jahr 2, die sie dann ganz konkret bearbeiten und ganz konkret auch Maßnahmen ergreifen. Und hier ist so ein bisschen erklärt auch auf der Seite, wie sie das tun. Also das ist so ein integrativer Prozess mit verschiedenen Experten, mit sozusagen Verantwortlichen im eigenen Unternehmen. Und dann, je nachdem, was das für ein Thema ist, auch betreffend zum Beispiel mit den Destinationen, wo sie sind. Und da gehen sie wirklich sehr in die Tiefe und haben dann verschiedene Aktionen, die sie gemeinschaftlich angehen und um auch natürlich Verbesserungen herbeizuführen, um Dinge neu zu denken, um teilweise vielleicht auch Innovationen anzustoßen. Und das kommunizieren sie auch sehr direkt an ihre Kunden. Ja? Also sie lassen da auch sehr teilhaben in der direkten Kundenkommunikation und erzählen darüber, ja, und stellen da auch ihr Engagement dar. Und das macht es natürlich sehr glaubhaft. Also ich sag mal, dadurch, dass sie wirklich da reingehen in diese SDGs und gucken, was können wir da jetzt machen, wo können wir einen Beitrag leisten und das dann auch sichtbar machen, diese Projekte, dieses Engagement, ist es natürlich super auch in der Kommunikation. Und sie haben natürlich Futter, was sie dann auch kommunizieren können, ne? Also kommunikatives Futter, was sie nach außen tragen können. Und das macht es natürlich, wie gesagt, super glaubhaft. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich sage jetzt mal, wir nehmen uns jetzt mal die SDGs vor und dann schauen wir mal, wo wir da was wie machen können. Und dann passiert vielleicht nicht so viel. Ja? Also da auch wieder dieses Thema Verantwortung zeigen, wirklich auch ins Tun zu kommen und dieses Tun zu nutzen, darzustellen, ist, glaube ich, hier der Erfolgsfaktor, was auch von den Kunden honoriert wird. Ja? Also was auch durchaus sehr positives Feedback erzeugt. So, dann haben wir Visit Oslo, mal eine Destination. Und bei Visit Oslo ist es so, also grundsätzlich, ich nehme es mal schon vorne weg, es könnte ein bisschen besser sein, aber was mir da sehr gut gefällt, und wir kommen gleich drauf, auch hier ist, muss ich nicht lange suchen, ja, unter dem Thema grünes Oslo finde ich entsprechend zu dem Thema konkrete Angebote. Und das ist so das, was mir hier sehr ins Auge sticht und was ich im Vergleich zu einigen anderen Destinationen sehr gut finde. Also oftmals habe ich sozusagen das Thema präsentiert oder ich habe es zumindest kommunikativ, ist es mir ja bewusst. Und dann gehe ich auf die Webseite und finde eigentlich nicht wirklich Angebote. Ja? Die muss ich mir vielleicht irgendwie selber googeln, ja, oder zusammensuchen.
Und das haben sie hier schon wirklich gut gelöst. Ja? Also man findet konkrete Angebote zu Ausflügen, zu Restaurants, zu Hotels und auch, wie man sich fortbewegen kann. Und das ist das, was das Thema auf jeden Fall auch braucht. Ja? Also das ist, glaube ich, eins gerade so ein bisschen eine größte Herausforderung für viele, ja? Das auch sichtbar zu machen, dieses Angebot, ja? Und auch kenntlich zu machen. Und das haben sie wirklich schon ganz gut gelöst. Man kann natürlich hier, ich sag mal, vom, ja, so ein bisschen vom User Interface und von der Erschreibung kann man hier noch einiges tun. Aber sie haben sich zumindest hier auf den Weg gemacht und haben hier eine Auswahl geboten. Und das ist schon sehr gut, muss ich sagen. Ja, also das machen viele andere nicht so. Und auch gerade das Thema Übernachten, was ich hier zum Beispiel ganz spannend oder nett finde, ist auch, sie zeigen hier klar auf, es gibt verschiedene Zertifizierungen, ja. Und man kann auch nach diesen Zertifizierungen selektieren in der Auswahl von den Hotels. Ist auch nicht immer der Fall, ja. Oftmals haben wir so eine Generalaussage, wir haben zertifizierte Hotels, aber keiner weiß so richtig von wem, wieso, weshalb, warum, ja. Oder was bedeuten diese? Also das könnte man hier eigentlich noch ergänzen, diese Zertifizierungen. Aber zumindest kann man hier schon mal danach filtern, ja? Ohne dass man das vielleicht jetzt dann bewusst tut oder jeder schon wüsste, was dahinter steckt. Aber es ist zumindest mal ein Anfang aus meiner Sicht so ein bisschen in die richtige Richtung, um das Thema auch noch gerade im Hinblick für den Kunden greifbarer zu machen, verständlicher zu machen. So, und jetzt habe ich noch 3 Beispiele aus der nicht-touristischen Welt. Und das erste ist VD. Das wird einigen höchstwahrscheinlich was sagen. Die sind ja auch immer wieder in der Presse und sieht man schon oft, zumindest zu dem Thema. Und was mich bei denen vor allen Dingen begeistert, neben dem, dass sie das Thema sehr präsent grundsätzlich haben, ja, also in ihrem eigenen Ton, in Bezug auf ihre Produkte, ja, in Bezug auch auf ihre Händler, ja, also da werden auch die entsprechenden Händler werden auch geschult und sozusagen ausgebildet zu dem Thema, warum jetzt die Kleidungsstücke anders sind und besser sind, ja, und was dahinter steckt. Sie haben es auch auf witzige Weise immer wieder grüne Geschenke für weiße Winter, ja, also sie lassen das Thema immer wieder einfließen in ihre sozusagen Produktportfolien, in ihre Produktpalette. Und es ist mit einem Klick auch sichtbar, was sie tun, ja, und wie sie zu diesem Thema stehen. Also das finde ich auch super schnell und kann mich da informieren über sie, wie sie produzieren, warum sie das tun, welche Ziele sie haben, mit welchen Partnern sie arbeiten. Also es wird alles super sichtbar gemacht, super transparent gemacht und es wird auch weitergegeben. Also ihr Wissen wird auch weitergegeben. Das sieht man gleich hier unten, denn es gibt diese VD Academy für nachhaltiges Wirtschaften. Also kann ich auch nur empfehlen. Die haben auch einen Open Source Workshop zu dem ganzen Thema. Ist super spannend. Aber sie sagen, okay, wir haben uns so viel Wissen angeeignet über die ganzen Jahre. Wir geben unser Wissen gerne weiter. Wir lassen andere teilhaben. Auch das ist ein Aspekt von einer nachhaltigen Kommunikation und zwar eigentlich ein ganz starker. Ne? Wir tun etwas, auch wir geben was zurück und wir engagieren uns. Und das lösen sie, glaube ich, sehr gut und das bringen sie natürlich sehr gut auch in ihre Kommunikation und dadurch kriegt auch sozusagen die ganze Marke eine Glaubhaftigkeit. Ne? Also nicht nur durch diese Produkte, die sie dort haben, sondern auch durch ihr eigenes Tun und durch ihre eigene Verantwortung, die sie auch zu dem Thema übernehmen. Und dann haben wir noch McDonald's hier. Dann werden jetzt vielleicht einen sagen, oh, McDonald's. Ne? Ich habe ja mal so ein paar Beispiele rausgesucht, die vielleicht auch ein bisschen polarisieren. Aber warum habe ich das mitgebracht? Also ich habe es im Speziellen mitgebracht, weil ich finde, dass diese Darstellung von dem, was McDonald's tut, sehr gut ist. Also es gibt auch einen Nachhaltigkeitsbericht und die sind ja auch schon seit einiger Zeit unterwegs zu dem Thema. Und das ist sowas, was mir auch immer wieder aufgefallen ist, habe vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt viele, die Nachhaltigkeitsberichte haben oder verschiedene, ich sag mal, Kurzfassungen, die man sich dann schön downloaden kann. Und dann gibt es vielleicht eine kurze Landingpage dazu mit einem kurzen Text. Und dann darf sich quasi jeder das selber nachlesen.
ich finde, hier ist ein guter Weg gefunden, um die wichtigsten Aspekte relativ klar, übersichtlich und auch ja nett sichtbar zu machen. Ne? Und so würde ich mir das jetzt, sage ich mal, persönlich eigentlich bei vielen wünschen, ja, dass ich vielleicht so eine kleine Landingpage habe, wo man das einfach auch ein bisschen animativer gestaltet und ein bisschen die wichtigsten Themen auch hervorhebt und wo ich mich einfach so ein bisschen durchklicken kann, ohne dass ich jetzt eine 50-seitige Nachhaltigkeitsstrategie oder einen Bericht lesen muss, was höchstwahrscheinlich wenige tun. Ja? Und deshalb habe ich es hier mitgebracht. Und ich habe es auch mitgebracht, weil es auch schön zeigt, was auch hier alles für Themen in dem Thema Nachhaltigkeit drin stecken. Ja? Nämlich nicht nur die grünen Themen, sage ich jetzt mal so, sondern ganz viel in Richtung auch Mitarbeiter zum Beispiel, Diversity, auch das kommt gleich unten, sieht man, darüber wird informiert, es wird informiert, wie auch Weiterbildung sozusagen unterstützt wird. Also alles diese Themen, die sozusagen in die sozialen Komponenten auch sehr stark mit reinreichen, spielen hier eine Rolle und werden sichtbar gemacht. Auch wie sie sich in den einzelnen Orten, wo es entsprechend auch Restaurants gibt, Restaurantbetreiber, wie die sich wiederum in diesen Orten engagieren und was die dort tun, auch das wird hier sichtbar gemacht und damit bekommt das ganze Thema einfach ja sozusagen diesen kompakten Aufsatz, mal davon abgesehen, dass man jetzt vielleicht eine andere Verpackung nimmt, ja, und natürlich entsprechend auch, dass man aufs Tierwohl achtet und diese ganzen anderen wichtigen Themen, ja, oder zum Beispiel hier die E-Ladestation, die man an den verschiedenen Restaurants finden kann. Und das ist alles sehr leicht und einfach aufbereitet und natürlich Zielgruppe, ja, zielgruppengerecht sicherlich, ja. Aber das könnte man auch für viele andere Zielgruppen dem ähnlich machen, beziehungsweise auch natürlich stark auch im Tourismus übernehmen, ja, oder sprich für die eigenen Aktionen übernehmen und Maßnahmen, die man da so macht. Und last but not least, Coop ist eine Lebensmittel-Einzelhandelskette aus der Schweiz. Auch die sind schon eine Weile im Thema unterwegs, zum Thema Nachhaltigkeit, haben das auch sehr schön sichtbar auf ihrer Webseite und sind da auch sehr klar in dem, was sie tun und warum sie das tun. Wir kommen gleich noch auf die Taten zu sprechen. Was ich hier noch herausheben wollte, wir haben hier eine sehr starke Verankerung auch in die Destination, also in das Land, wo man herkommt. Ja, auch da sind sie sehr engagiert. Hier zeigen sie ihre ganzen Labels, die sie sozusagen im Sortiment haben und man kann da Informationen dann über diese finden. Und sie haben einen Nachhaltigkeitsnewsletter und sie sagen auch klar, wofür sie stehen. Also sie bringen diesen blauen Bereich auch sehr, sehr stark in ihre Nachhaltigkeitskommunikation. Und was ich ganz nett finde und auch ja sozusagen griffig und leicht konsumierbar, sind die Taten. Ja, also alles, was sie tun, kommunizieren sie in Taten. Ne? Man sieht es ja, über 400 sind es schon an der Zahl. Also alles, was passiert in Richtung neue Sortimente für vegane, vegetarische Lebensmittel, neue Verpackungsstationen, also ne, wo man sozusagen selbst verpacken kann, so rum, Recycling-Initiativen, alles, was sie tun, um dieses ganze Thema Nachhaltigkeit drumherum, verpacken sie in diese Taten und machen es dadurch griffbereit und nicht so schwer und ja doch auch leicht verständlich und zugänglich. Als wenn Sie jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, einen 60-seitigen Bericht hier hochladen würden, den man sich irgendwie downloaden kann. Ne? Genau. Ja, das war's schon. Damit sind wir schon am Ende. Und ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ja, knapp, aber ein bisschen. Danke, Katharina.